Die frühen Computerspiele waren oft auf Text angewiesen, weil die Technik noch nicht weit genug war. Heute setzen Games vor allem auf Grafik. Aber stimmt das überhaupt? Sehen wir uns Spiele an, in denen Text eine wichtige Rolle spielt. Text ist das einfachste Element zur Interaktion in Games. Eintippen und fertig. Aber so einfach ist das nicht. Gerade als Designelement ist Text auch heute noch ungeheuer wichtig. Bevor wir aber dazu kommen, gehen wir an den Anfang zurück. Ins Jahr 1983 und zum Text-Adventure Done It. Bei mir ist Lisa Gotto, Professorin für Media und Game Studies am Cologne Game Lab. Und wir werden ganz spannende Spiele spielen. Was haben wir denn hier als erstes? Oh, das ist Done It. Das ist ein Text-Adventure-Game mit einem sehr schönen Titel. Der setzt sich zusammen aus zwei Elementen. Done von Dungeon und Net, der zweite Teil von ARPANET. Und das verweist eigentlich auch schon auf die Traditionslinien, die wichtig sind für Text-Adventures. Dungeons and Dragons als Rollenspiel und das ARPANET, naja, und die Vorform unseres heutigen modernen Internets, das eben darauf verweist, dass es um vernetzte Texte geht. Da liegt eine Schaufel. Und jetzt müssen wir was jetzt tun. Jetzt nehmen wir die Schaufel. Also take shovel. Taken. Alright. Ja, so viel passiert jetzt hier noch nicht. Ne? Ich würde mal vorschlagen, wir schlagen einfach mal eine Richtung ein. Jetzt walk, east. Die Textform hat natürlich einiges für sich, weil sie auch auf einen wichtigen Umbruch deutet. Also im Digitalen haben wir ein anderes Verhältnis zu Schriftformen, aber auch Schreibverfahren entwickelt. Warum hat man überhaupt solche Spiele konzipiert? Ach, die kommen eigentlich aus einem Experiment heraus. Ich glaube, sie leisten Unterschiedliches. Das eine ist erstmal auch, die Fantasie anzuregen. Man muss natürlich sich sehr viel vorstellen. Also die Schrift ist eigentlich ja nur sowas wie ein Gerüst, ganz basales Textgerüst. Es ist eigentlich konzipiert worden für Kinder. Von einem Programmierer für seine eigenen Kinder. Und das ist ein Höhlen-Adventure erstmal gewesen, Cave-Adventure. Und da hat man erst einmal Wege irgendwie zu verfolgen. Und die Räume muss man sich selber vorstellen. Was bedeutet hier der Text für uns? Kann man sagen, dass das vielleicht sogar unsere Spielfigur ist? Ja, und dazu auch noch ein Navigationsinstrument. Also wir benötigen den Text, um uns überhaupt bewegen zu können. Und das ist gleichzeitig auch ein Imaginationsinstrument. Also über den Text müssen wir etwas uns vorstellen. Alles andere, was das Spiel leistet, nämlich ja im einfachen Sinne Geschichte zu erzählen, das müssen wir schon selber machen. Also mit Buchstaben haben wir es ja auch zu tun, aber diese Buchstaben sind ja losgelöst aus diesem Funktionszusammenhang des Textes. Mhm. Ne? Also die sind eigene Spielformen, wie wir hier auch sehen. Ne? Was müssen die Punkte eigentlich machen? Die müssen die Buchstaben umspielen. Das heißt, die Buchstaben sind hier so grafische Elemente eigenen Rechts schon geworden. Vielleicht sogar eigenen ästhetischen Rechts. Auf jeden Fall haben sie nicht mehr nur diese Funktion, ein kleines Sinnelement in einem größeren Text zu sein. Denn das Spiel zeigt ja auch immer, was damit gewonnen ist, wenn man diese Epochen durchläuft. Mhm. Beispielsweise, ne, wir waren eben hier in der Gutenberg-Epoche und da war so ein Tintenfass, was umgekippt war. Ne? Wenn man da drauf gerät mit den Punkten, dann kommt man nicht mehr schneller weiter. Ne? Das entschleunigt total. Nee, das ist ja so ein Druckstempel. Aber der ist auch gut. Tinte, da stecken wir auch fest. Ja, genau. Wir werden einfach ein bisschen langsamer, weil im Buchdruckzeitalter, das natürlich super lahm ist, immer noch mit Tinte und Hand zu schreiben. Hier müssen wir durch die Druckerpresse durch. Los, schnell, nein, schnell. Nein, das war nicht schaffen. Ja, also doch, danach wird super. Doch, das schaffst du auf jeden Fall. Oh, sehr gut. Nämlich dann, wenn wir das geschafft haben und da durch sind, dann geraten wir auch schon bald zwischen die Zeilen des Buches. Genau. Zwischen die Zeilen des Buches, wie wunderschön. Also aus diesen Einzelbuchstaben ergibt sich kein Wort, ergibt sich auch kein Satz, ergibt sich eben nicht ein literarisch sinnhaft Ganzes, ne, sondern die sind tatsächlich grafische Spielelemente. Warum ist das G so komisch umgestellt? Damit ich Schwierigkeiten habe, an das J zu kommen. So ist es. So ist es. Und eine andere Aufgabe hat das G ja gar nicht mehr. Und das ist auch okay. Das ist wunderbar, weil man Buchstaben so anders sehen kann. Mhm. Wir sind so gewohnt, die eben
in ihrem Funktionszusammenhang zu lesen. Also ich glaube, dass das Tolle am Text im Game ist, dass er eben beweglich geworden ist. Also das, was wir mit Text sonst verbinden, ist eben ein lineares Prinzip und es ist zeilenförmig. Aber davon hat Text sich längst abgelöst. Das heißt, er kann sich beispielsweise in eine Umgebung einmodellieren. Er kann uns aber auch dabei helfen, uns Dialoge vorzustellen. Er kann Dialoge sogar auch vorgeben. Also das muss gar nicht mehr von den Figuren selbst ausgehen. Also Text kann eigentlich das Spiel in jede Richtung irgendwie durchlaufen. Es ist ja so, dass wir heute eigentlich alle ständig mit Typografie zu tun haben und eigentlich ist jeder ein Typograf, wenn man es ernst nimmt. Man kann teilen in Schrift und Typografie, also so wird es an den Lehrstühlen, an den Hochschulen meistens gemacht. Schrift ist sozusagen das Erstellen von Schriftmaterial, also da gehört die Kalligrafie dazu, aber auch das Type Design, also wirklich das Schriftenmachen heute. Und die Typografie ist dann eigentlich die Anwendung dieser Schriften. Das heißt, man wählt eine Schrift aus, man verwendet sie für ein bestimmtes Layout, wie auch immer. Und die Typografie versucht natürlich, diese Inhalte, die es dann da gibt, auch zu ordnen, zu strukturieren, Überschriften fett zu machen, um was ganz einfach zu sagen. Aber also dieses Anwenden, Strukturieren, das ist eigentlich das, was die Typografie macht. Reicht nicht eigentlich eine einzelne Standardschrift aus? Man kann sich das immer schön an diesem Beispiel Verbotsschild vorstellen. Also stell dir ein Verbotsschild vor, Parken verboten. Das ist ja üblicherweise in einer sehr seriösen Schrift, vielleicht sogar noch in einer fetten, um dem irgendwie Nachdruck zu verleihen. Stell dir das ganze Schild vor in einer Schnörkelschrift in rosa. Dann wirst du wahrscheinlich nicht viel Glück haben mit deinem Parken verboten. Da werden Leute trotzdem parken. Also man wird es nicht ernst nehmen. Das heißt, diese Anmutung von der Schrift, die sozusagen zusätzlich zum Textinhalt dazukommt, die ist natürlich eine ganz wichtige. Das sind diese unterschwelligen Botschaften, wo man aber eben viel auch vermitteln kann natürlich. Also eigentlich ist es auch ein Stück weit Textinterpretation, wenn man so will. Welchen Stellenwert hat Schrift in unserer Kultur? Letztlich ist Schrift natürlich, hat einen ganz hohen Stellenwert, denn wir verwenden sie jeden Tag, immer und überall und sie ist allgegenwärtig. Aber sie wird, glaube ich, nicht in dem Maße geschätzt, wie es vielleicht sein sollte. Also ganz wenige Menschen machen sich Gedanken darüber, wie dieses Kulturgut eigentlich, also was es mit dem auf sich hat, wo das herkommt, wie das auch zu benutzen ist. Da es heute jeder tun muss oder jeder tut mit seinem eigenen PC, ist das ja eine Sache, die eigentlich auch jeder, also mit der jeder umgehen sollte. Wie vermittelt man eigentlich mit einem Haufen Buchstaben eine Geschichte? Ich glaube, dass es immer darum ging, dass jemand jetzt zum Beispiel eine mündliche Geschichte erzählt oder ein Gedicht schreibt oder wie auch immer, auf diese Wörter zurückgreift, die alle kennen und dann ja aber ein etwas Besonderes damit macht und sozusagen eigentlich die bekannten Wörter etwas anders verwendet. Und das die Leserinnen und Leser da mitgehen, ist eben möglich, weil sie erstmal die Wörter kennen, wissen, was die bedeuten. Also so ganz platt, dass man halt bei einem Baum sich dieses Gewächs vorstellt, was irgendwo herumsteht, oder dass man an bestimmte Aktionen bereit ist zu denken oder so, dass man eine Sprache für Gefühle irgendwann hat. Also es geht, ist immer dieser Versuch, auf die im Alltag oder woanders vorhandenen Vereinbarungen zurückzugreifen, die so zu melken quasi und dann die Leute so auf Abwege zu führen, denke ich. Das ist das große Abenteuer daran. Schrift und Text ist immer wieder Bestandteil von anderen Kunstformen, wie zum Beispiel in der Malerei. Wieso integriert man so etwas Abstraktes in ein eigentlich visuelles Medium? Ich glaube, weil eben Schrift Teil der visuellen Erfahrung der Wirklichkeit einfach ist.
immer noch, also ich finde sehr interessant, dass auch im Stadtbild sozusagen Schrift ja immer noch sehr präsent ist. Es gab ja mal die Vermutung, dass es verschwinden würde, wenn man auch die Wirklichkeit beeinflussen will oder darstellen will, je nachdem, wie man mit ihr umgeht, wird auch Schrift vorkommen, weil das Teil unserer sinnlichen Wahrnehmung ist, dass wir Schrift sehen und immer wieder etwas entziffern, etwas anschauen und fragen, was ist das? Allein das ist ja schon ein Lesen. Oder was bedeutet das? Und dafür steht eben Schrift paradigmatisch. Man merkt, ne, also, dass es ja eigentlich nicht so sehr um Text geht, sondern um Programmiersprache. Mhm. Und was ist Programmiersprache? Ist im Grunde ja auch ein syntaktisches Regelsystem, mit dem man Datenstrukturen formulieren kann. Es gibt also eine Nähe zu dem, was wir als Text und Schrift kennen, aber es funktioniert natürlich anders. Kann der Einsatz von Text, den ich selber tippen muss, das Spiel authentischer machen? Ja, auf jeden Fall. Also hier sehen wir ja im Grunde, was Hacking überhaupt ist. Ich glaube, das ist auch eine der Grundideen für die Entwickler dieses Spiels gewesen, die sich sehr darüber aufgeregt haben, wie Hacker beispielsweise filmisch dargestellt werden. Also Hollywood hat so eine eigene Vorstellung, was ein Hacker eigentlich tut. Und es gibt ein paar üble Beispiele dafür, was machen Hacker. Filmisch gelöst, sie werden umschwirrt von Nullen und Einsen. Oder irgendwelche Zahlenreihen rattern darunter. Und ganz wichtig ist die Projektion des Quelltextes aufs Gesicht, wenn man vor dem Monitor sitzt. Sowas, ne? Was macht dieses Spiel? Ne? Es zeigt uns eigentlich, oder es zeigt es uns nicht, sondern es lässt uns erfahren, ne, was das eigentlich bedeutet, mit Text und Tastatur umzugehen, was das eigentlich ist und was das auslöst, was es bewirkt. Ne? Also es geht hier nicht ums Abbilden, sondern eigentlich ums Erfahrbarmachen. Ne? Und insofern ist das sehr viel authentischere Hacking-Erlebnis, ne? Als das, was ja in einer bestimmten Tradition, filmisch zumindest mal, angeboten worden ist. Ich meine, es gibt ja auch Spiele, die gänzlich auf Text verzichten. Mhm. Ja, und die haben dann eine andere Art der, eine andere Idee der Kommunikation. Das ist auch schon in einem früheren Stadium der Mediengeschichte eine Riesendebatte gewesen beim Film, der zunächst mal als rein visuelles Medium ja auf die Welt gekommen ist. Und damit waren die größten Hoffnungen überhaupt verbunden. Also es gab Leute, die haben gesagt, das ist die neue Weltsprache. Die funktioniert rein visuell und endlich werden wir diesen babylonischen Fluch los. Und bei den Games kommt das jetzt nochmal, es gibt so eine Konjunktur, ne, dieser alten Debatte, ne, und es sind ähnliche Argumente. Also die einen sagen, wir haben wieder eine Weltgemeinschaft von Spielern, die eben als Kommunikationssystem tatsächlich irgendwie Spielaustausch haben. Aber interessanterweise wird ja dieses Bild-Text-Verhältnis mit diesem neuen Medium auch nochmal ausgehandelt. Das ist immer eine Frage gewesen, auch bei Comics, kann man das überhaupt zusammenbringen? Also ein Bild ist was anderes als eine Sprache. Wir lesen es im Grunde auch ein bisschen anders aus. Und die Games stellen sich diese Herausforderung jetzt auch wieder. Sobald wir uns für eine Schrift entscheiden, sind wir alle Typografen. So machen das auch Game Designer. Schrift hat eine Bedeutung, kann uns informieren und steuern oder eine ästhetische Qualität haben. Text in Games kann die Erfahrung aber auch authentischer machen und Klötzchengrafik zu einem realistischen Überfallabenteuer werden lassen. Und ein einzelner Doppelpunkt wie ein Typewriter wird der Protagonist seiner eigenen Geschichte.